Der FC Salzburg feiert den ersten Sieg in der Champions League Gruppenphase und erobert in der Hammergruppe sogar die Tabellenführung. Und bei der Sporthilfe Gala gehen zwei Hattrick-Sieger hervor. Das und noch mehr besprechen wir jetzt mit dem stellvertretenden Chef der Kronenzeitung, Florian Krüger. Servus. Servus, danke für die Einladung. Sehr gerne. Ein Mittwoch, der einiges zu bieten gehabt hat aus sportlicher Sicht. Zum einen die Ehrungen der Sporthilfe Gala, die wir als zweites in Angriff nehmen, aber die Salzburger, die vor allem in der Vorsaison bewiesen haben, dass sie Champions League können mit dem Achtelfinaleinzug, jetzt die Tabellenführung haben, gegen Dinamo Zagreb ein erwartetes schwieriges Spiel, aber sie haben wieder mal bewiesen, dass sie zu Recht dort stehen. Das muss man sagen, also man kann ihnen nur gratulieren, es ist immer der Unterschied, die Erwartung und dann die Erfüllung sozusagen und jeder hat gewusst, wenn du da im Winter, also nach dem Winter noch mitmischen willst, vielleicht im Idealfall sogar weiter in der Königsklasse, dann wirst du wahrscheinlich die 6 Punkte aus den beiden Spielen brauchen und ja, die Hälfte ist geschafft und hoffen wir, dass der zweite Teil nächste Woche auch erledigt wird. Der erste Schritt ist somit gelungen und wir schauen zunächst mal hinein in die Stimmen nach dem Spiel. Mein Kollege Michi Falli war gestern vor Ort. Aber es war schon ein wahnsinnig nervenaufreibender Tag für euch alle heute, oder? Boah, ja, also man kann sagen, nur ein geiles Spiel, sehr intensiv. Von beiden Mannschaften ein super Spiel. Ich würde sagen, dass wir aber die bessere Mannschaft waren. Wir hatten wirklich mehr Chancen. Am Ende hatten wir dann auch Glück, dass es abseits war. Aber ich würde sagen, ein verdienter Sieg. Ist es das, was man üblicherweise einen Arbeitssieg nennt? Ja klar, also in der Champions League ist, glaube ich, jedes Spiel ein Arbeitssieg dann. Weil in der Champions League ist jedes Spiel schwer und war heute genauso der Fall. Hand aufs Herz, wie groß war der Stein, der dann am Schluss vom Herzen gefallen ist, als klar war, dass das Tor eben nicht zählt? Boah, ja. Wie gesagt, war kurz ein Schock und dann, wo wir gesehen haben, dass es doch abseits war, war eine Riesenerleichterung. 3 Spiele, 5 Punkte, das hätten wir wahrscheinlich vor der Saison unterschrieben, oder? Ja, also vor der Saison, man hat gesehen, wir haben sehr starke Gegner. Es hätte genau in die andere Richtung auch gehen können, aber wir haben jedes Spiel mit 100% angenommen, haben 2 Punkte geholt gegen 2 Top-Gegner und jetzt einen Sieg geholt. Das ist natürlich ein ungeschlagen in der Gruppe, das ist bis jetzt und das ist natürlich sehr gut für uns. Wie breit ist die Brust, mit der man jetzt nach Zagreb fährt? Ja, natürlich gehen wir mit Selbstvertrauen rüber, aber wir legen genauso wie heute Vollgas drauf und wieder von jedem 100% spielen auf Sieg. Ihr seid übrigens gerade in Wien auch noch als Mannschaft des Jahres geehrt worden. Das rundet den Tag wahrscheinlich auch noch ganz gut ab, oder? Ja, natürlich. Wenn man so einen Preis dann bekommt, ist es natürlich eine schöne Sache für uns. Nico, Gratulation. Es war wahrscheinlich das, was man üblicherweise einen Arbeitssieg nennt heute, oder? Sí, fue un partido muy difícil. Como vimos hasta el final del partido, se puso complicado. Casi nos empataron el partido, gracias a Dios que fue offside. Pero bueno, lo pudimos sacar adelante. Es war ein sehr schwieriges Spiel mit einer ganz guten Mannschaft. Haben wir fast in den letzten Minuten noch ein Tor bekommen. Gott sei Dank war er abseits. Aber haben Sie recht, ist ein Arbeitssieg. Aber wir freuen alle über diese 3 Punkte. Wie nervenaufreibend war denn gerade der Schluss? Sí, los nervios uno no se da cuenta porque está ahí en el fervor del partido, pero sí, como te dije, es un partido difícil que necesitábamos los 3 puntos y gracias a Dios que los pudimos sacar adelante. Wenn man da drin ist, in der ganzen Adrenalin, so spürt man nicht diese Nerven, aber haben wir gesehen, das war ein sehr schwieriges Spiel, eine ganz gute Mannschaft und erwarten wir wirklich ein schwieriger Match. Ein Wort vielleicht noch zu Philipp Köhn, der die Mannschaft auch mehrmals im Spiel gehalten hat. War er auch ein bisschen so etwas wie ein Matchwinner heute? Ah, sí, Philipp ist ein gran Jugador, ein gran Compañero. Estoy muy contento con él. La verdad que sí, sacó una pelota muy importante, pero bueno, el trabajo es de todo el equipo que pudimos sacarlo adelante. Philipp ist ein sehr guter Spieler, ein sehr guter Mann, sehr guter Freund von ihm. Hat einen Ball gehalten, wo wirklich uns geholfen hat, aber der Arbeitssieger oder der Sieger geht in die gesamte Mannschaft, wo wirklich alles gegeben haben. Luca, man sieht, das Medieninteresse an deiner Person ist nicht nur in Österreich sehr groß. Ein wie besonderer Sieg war das heute für dich persönlich? Ein besonderer Sieg für mich, der erste in dieser Saison und vor vollem Haus mit unseren Fans im Rücken und etwas ganz Besonderes. Es ist immer ein bisschen schwierig, nach 3 Partien Bilanz zu ziehen, aber mach vielleicht eine erste kurze Zwischenbilanz. 3 Partien, 5 Punkte, so kann man eigentlich starten in einer Champions League-Saison, oder? Auf jeden Fall, wenn man sich die Namen in der Gruppe anschaut, mit Chelsea, AC Mailand und Dinamo Zagreb, sind alle sehr gute Mannschaften, von dem her, wir können sehr zufrieden sein. Ich weiß nicht, ob du die Kronenzeitung liest, aber ich sag dir, was der Nikola Jurcevic drin gesagt hat, nämlich schon vor dem Spiel. Er hat gemeint, du erinnerst ihn vom Spielstil her an einen Modric und an einen Rakitic. Was macht denn dieser Vergleich mit dir?
Ich habe es noch nicht gelesen, aber... Jetzt weißt du es. Jetzt weiß ich es, aber das ehrt mich natürlich, wenn man solche Namen wie Modric und Rakitic hört. Und es macht mich einfach stolz und ich muss einfach weiter an mir arbeiten. Einstimmige Meinungen unter den Spielern von Salzburg. Flo, auch an dich die Frage. Ich glaube, die Nervosität war trotzdem groß, weil man gewusst hat, man muss zu Hause jetzt vielleicht einmal den Grundstein legen, um dann fürs Rückspiel auch in Zagreb gewappnet zu sein. Wie wichtig war es, dass man vor allem am Ende diesen Gegentreffer dann immer kassiert hat, dass vor allem Philipp Köhn bewiesen hat, dass er ruhig bleibt? Ja, sehr wichtig natürlich, wie du angesprochen hast, ein absoluter Muss-Sieg. Ich finde, sie haben super begonnen, haben gleich etliche Chancen gehabt, waren sehr gefährlich. Dann das 1-0 war natürlich eine Art Erlösung und zum Schluss, man hat es gemerkt, die Beine sind ein bisschen schwer geworden, die Anspannung war sehr groß. Und dann, es waren drei Kollegen im Stadion, ich war nur vorm Fernseher, aber vom ersten Blick hat man geglaubt, das Tor wird zählen, weil der Stürmer dem Ball so entgegengegangen ist in dem Moment. Und dann war das Aufatmen natürlich sehr groß und auch insgesamt grandiose Tormannleistung, der den Sieg dann festgehalten hat. Was bedeutet jetzt die tabellarische Konstellation? Wir sehen die Salzburger als einziges Team ungeschlagen, dahinter aber gleich Chelsea und Milan einen Punkt entfernt. Ich glaube, es ist noch alles offen in der Gruppe, aber Salzburg hat auch ganz klare Vorteile. So wie du sagst, in Wahrheit bedeutet es alles und nichts gleichzeitig natürlich, je nachdem, aus welcher Warte man das sieht. Ich sage mal, jeder Punkt, den du hast, kann am Ende Gold wert sein. Deshalb nehmen wir mal jetzt die 5, die wir haben. Hoffentlich sind es nächste Woche 8. Muss man schauen, vielleicht was bei den anderen Spielen passiert. Und vielleicht reicht dann schon ein Unentschieden gegen einen der zwei Top-Vereine, dass man dann wirklich weiter oben mitschnuppern darf. Hättest du vor dieser Champions-League-Gruppenphase erwartet, dass Dinamo Zagreb so konkurrenzfähig ist, dass es eine Mannschaft ist, die auch Chelsea, Milan sowie Salzburg ärgern kann? Das ist schwierig. Ich glaube, sie performen schon deutlich besser, als es zu erwarten war. Aber umgekehrt muss man sagen, es ist einfach eine irre Gruppe. Und wer hätte gedacht, dass Salzburg dann nach 3 Spielen Erster ist? Also ich glaube, speziell die anderen zwei Vereine, Chelsea und Milan, die werden jetzt ein bisschen nachdenken. Und ja, schauen wir, was rauskommt am Ende. Matthias Jeißler ist in der zweiten Saison mit den Salzburgern bereits. Man hat das Gefühl, auch die Abgänge im Sommer, wie es eigentlich schon die letzten Jahre immer gewesen ist, die tun nicht wirklich weh. Ganz im Gegenteil, Noah Okafor wird dadurch noch stärker nach dem Abgang von Karim Adeyemi. Welchen Anteil würdest du ihm zuschreiben, dass die Mannschaft auch in dieser Saison dem Achtelfinale schon sehr nahe ist? Einen großen. Ich finde erstens einmal sein Auftreten super. Zweitens, er bringt eine gewisse Emotion mit. Man sieht das auch als kein stoischer Trainer, der die Tore zur Kenntnis nimmt, sondern der geht richtig ab, kann man sagen. Und ich glaube, dass er dadurch auch einen guten Draht hat zur Mannschaft. Und das Ganze ergibt dann irgendwie ein Puzzle, das recht erfolgsversprechend ist. Ja. Nehmen wir vielleicht das Rückspiel kurz in Angriff. Am kommenden Dienstag ist man dann in Zagreb zu Gast, kann dann eben auf 8 Punkte aufstocken und somit eigentlich schon mit einem Bein im Achtelfinale stehen. Mit welcher Taktik sollte Salzburg deiner Meinung nach antreten? Mit den offensiven Mitteln, die sie durchaus besitzen, agieren? Oder muss man auch in Zagreb ein bisschen aufpassen, abwarten? Das ist eine sehr gute Frage, möchte mich nicht zu weit rauslehnen, der Trainer hat das einzige Wort in dem Fall, aber ich finde, wenn du weißt, meine Stärken sind in der Offensive, ich kann die Gegner früh unter Druck setzen, die Bälle früh erobern, habe dann nicht mehr so einen weiten Weg zum Tor, warum nicht probieren? Also die Salzburger haben zumindest mit 5 Zählern aus 3 Spielen gezeigt, dass sie mit Chelsea, dem AC Milan und auch Dinamo Zagreb mithalten können. Und nach einer kurzen Werbepause switchen wir dann auf die Sporthilfe-Gala, die Mittwochabend stattgefunden hat. Anna Gasser und David Alaba sind es geworden. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück aus dem KRONE TV Sportstudio. Weiterhin an meiner Seite der stellvertretende Sportchef der KRONE-Zeitung, Flo Krüger. Servus. Servus. Jetzt haben wir über die Salzburger gesprochen, die in der Champions League durchaus zeigen, dass sie wieder mit dem Achtelfinale liebäugeln. Aber auch die Sportlerinnen und der Sportler des Jahres sind in dieser Woche gekürt worden. Beginnen wir vielleicht mal bei den Frauen. Ladies first, ganz klassisch. Anna Gasser ist es geworden. War das im Vorfeld schon ein bisschen zu erwarten? Oder war es dann doch überraschend, dass sie ihre Konkurrenz in den Schatten gestellt hat? Ich glaube, überraschend war vielleicht am Ende nur der große Vorsprung. Man hat dann gesehen, sie hat gleich über 1000 Punkte gehabt. Ich nehme an, fast jeder, der mitgemacht hat, wird sie unter den Top 3 gehabt haben. Und so summiert sich das dann auf. Und man muss auch sagen, olympische Goldmedaille, 2. in Folge. Das ist schon durchaus herzeigbar. Und man muss auch sagen, sie ist erst gleich 30 oder 31. Aber sie hat auch einen recht kuriosen Weg hinter sich. Ich erinnere mich, in Sochi 2014, da war ich dort, hat sie im Slopestyle die Qualifikation gewonnen. Wir haben schon geschrieben, ein heißer Goldtipp, wie man es halt so macht. Und sie ist dann die Rampe runtergerutscht im Finale und nicht mehr raufgekommen. Und ich sage mal, das kann ich auch brechen als junger Sportler. Sie hat es geschafft und mehr als das. Anna Gasser hat es, glaube ich, allen bewiesen, dass sie es doch drauf hat. Was zeichnet denn die Kärntnerin deiner Meinung nach aus? Ist es wirklich dieser pure Ehrgeiz, der vielleicht noch größer ist als bei der Konkurrenz? Oder ist sie ganz einfach ein Naturtalent, dass sie dann das Eizerl noch besser ist als die anderen?
Ich glaube, das Zweite. Ich glaube nicht, dass sie vom Ehrgeiz zerfressen ist, sozusagen, ganz im Gegenteil. Sie kommt immer relativ locker rüber. Sie wird sich über die Jahre auch ein bisschen verändert haben, aber prinzipiell, wie ich sie erlebt habe, recht unbekümmert, möchte ich fast sagen. Und ich glaube, dass das gerade für ihre Sportart wichtig ist. Offen für neue Sachen ausprobieren. Sie ist bei vielen Tricks dann die Erste, die Vorreiterin. Und der Rest hinkt dann oft hinterher, versucht dann Sachen, die man vielleicht nicht so viel trainieren konnte. Und so hat sie sozusagen immer ein bisschen die Nase vorn. Jetzt hat sie in einem Krone-TV-Interview, das mein Kollege Mario Drexler aufgezeichnet hat, gesagt, sie wird auf jeden Fall noch weitermachen. Sie möchte auch noch irgendwie neue Tricks oder sowas herzeigen, weil ich glaube, das steht auch ganz, ganz oben auf der Liste, dass man sich auch da weiterentwickelt und neue Dinge nochmal ausprobiert. Aber irgendwann muss man auch ans Karriereende denken. Was ist deine Prognose? Geht sie noch eine weitere wichtige Medaille aus? Das glaube ich schon. Also ich glaube, wenn sie sagt, sie möchte dranbleiben, dann rechnet man von Spielen zu Spielen als Wintersportler. Und ich glaube, sie hat das Potenzial, der Körper gibt das sicherlich her. Und natürlich, die Jungen, es kommen dann immer No-Names, die packen dann irgendwelche Tricks aus. Das ist dann die Frage der Beständigkeit, bringen die das dann unter Druck auch wirklich in den Schnee. Die Anne hat bewiesen, sie kann es und ich glaube, sie wird es auch in den nächsten Jahren beweisen. Auf dem zweiten Rang, da finden wir Sarah Marita Kramer, auch eine Newcomerin der letzten 1 bis 2 Jahre, die vor allem im Damen-Skisprung-Zirkus eigentlich alle Rekorde gebrochen hat in der vergangenen Saison und dann Corona-bedingt nicht bei Olympia mit dabei war. War das vielleicht auch der ausschlaggebende Punkt, warum sie nicht ganz nah an die anderen rangekommen ist? Auf jeden Fall, du sagst es natürlich. Zum Schluss schaut man immer, wenn man die Listen bekommt für die Sportjournalisten in Österreich, wer es nicht mehr im Kopf hat, der schaut nach, okay, was waren die größten Erfolge in der Saison, wie habe ich den Sportler vielleicht wahrgenommen. Und natürlich weiß man von ihr, dass sie ihre Sportart dominiert. Aber sozusagen, wenn du der Chance beraubt wirst, bei dem Highlight zu glänzen, ist es bitter. Und, aber ich sage einmal, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. So schaut's aus. Bei den Männern, da hat sich wieder mal der Fußball gegen das Skifahren durchgesetzt. Wir haben im Vorfeld schon darüber gesprochen, dass sich vielleicht auch auf der Österreich-Karte das Ganze ost- und westmäßig verteilen lässt. Skigebiete sind eher im Westen zu finden, das heißt, die unterstützen dann eher die rot-weiß-roten Skifahrer. Im Osten ist vielleicht dann eher der Fußball zu Hause. David Alaba, wir wissen, Wechsel zu Real Madrid von Bayern München im vergangenen Sommer, gleich das Double geholt mit Meisterschaft und Champions League. Ich glaube, da kann man durchaus mal als Sportler des Jahres geehrt werden. So ist es, er hat zum dritten Mal gewonnen. Prinzipiell finde ich das super, dass das so eine knappe Entscheidung war, weil ich sage mal, wenn man jetzt vielleicht eher dem Wintersportlager zugetan ist, wird man sagen, pff, Olympiasieger Mottl-Meyer, Olympiasieger Strolz, was sollen die Burschen noch zerreißen, damit sie ganz oben stehen? Gleichzeitig spricht es aber natürlich für die Sportlerschaft in Österreich, dass du nicht automatisch mit Olympia Gold sozusagen auch Sportler des Jahres wirst. War wirklich sehr knapp und ich glaube, es wird sich bei vielen Kollegen verteilt haben. Also ich glaube auch, dass die drei fast bei jedem in den Top 5 waren. Ist ja mit Punktevergabe. Und wenn nur ein Kollege anders entschieden hätte auf dem Stimmzettel, hätten wir vielleicht einen anderen Sieger. Jetzt wissen wir auch, David Alaba hat es nicht immer einfach gehabt in der Medienlandschaft. Bei Bayern München wurde oft gesagt, wenn er Frank Ribéry nicht gehabt hätte, dann wäre er als Linksverteidiger nicht so positiv aufgefallen. Jetzt durch den Wechsel zu Real Madrid haben sich auch viele gewundert, warum er diesen Schritt wagt. Aber jetzt, glaube ich, allen Kritikern gezeigt, dass er zu Recht und regelmäßig in der Startformation steht. Welche Qualitäten bringt er denn mit, um ihn wirklich zu einem Weltklasse-Spieler zu machen? Du hast schon viel angesprochen. In erster Linie glaube ich, dass er sich mittlerweile ein Standing erarbeitet hat, wo ihm die Kritik eigentlich egal sein kann, egal von wem eigentlich. Man muss sagen, er hat gewechselt, wie du sagst, es waren ein paar Fragezeichen dabei, war sofort gesetzt, hat, glaube ich, auch einen guten Einstieg gehabt, hat bald einmal sein Tor geschossen im Clásico. Und sie spielen zwar nicht sehr oft zu Null, aber wenn du bei Real Madrid spielst, musst du das auch nicht. Ja? Dann schießen vorne 2, 3 Leute ein Tor. Aber prinzipiell, ich glaube, er hat eine gewisse Ausstrahlung, eine gewisse Ruhe. Er kann eine Spieleröffnung machen, er teilt die Nebenleute ein. Er ist schnell, er schießt Freistöße. Also die Habenseite ist wirklich sehr prall gefüllt und auf der Minusseite ist ja kaum was zu finden. Und das macht ihn dann zu einem der besten Verteidiger der Welt. Ich habe letztens einen Ausschnitt gehört aus dem Podcast von Toni Kroos und seinem Bruder gemeinsam mit David Alaba, wo sie auch versucht haben, seine Karriere so ein bisschen aufzurollen. Es hätte auch anders laufen können, hat er da durchaus auch gesagt. Wie viel Glück hat David Alaba vielleicht auch in seiner Karriere gehabt? Oder kann man das gar nicht so abwägen? Das ist schwierig. Ich glaube, du musst dir schon zu 90% alles erarbeiten. Glück ist vielleicht, dass du von schweren Verletzungen verschont bleibst. Glück ist vielleicht, wenn du als junger Spieler die Chance kriegst und du kriegst die dann oft nicht über 10 Spiele, dass du in den ersten 2, 3 Spielen gut performst. Glück ist vielleicht auch, wenn du menschlichen guten Zugang hast zu den Trainern, wie das jetzt sicher beim Ancelotti auch der Fall ist. Aber ich würde nicht sagen, dass der David Alaba seiner Karriere, nur sozusagen vom Glück begleitet war auf seiner Karriere.
Ja, das glaube ich auch nicht. Die Führungsrolle ist, glaube ich, auch das, was er sich jetzt in den letzten Jahren aneignen konnte bei den Münchner Bayern, was sich jetzt auch bei Real Madrid zum Positiven zeigt. Wie viel Führungsrolle würdest du ihm im Nationalteam bereits zuschreiben? Hat sich das auch in den letzten 2-3 Jahren durchaus erhöht? Ja, wobei es auch schon vor 2 Jahren ziemlich hoch war, glaube ich. Also ich glaube, Alaba, Arnautovic, da geht nichts drüber im Nationalteam. Gut, beim Ani muss man schauen, aber der David, der wird sicher noch einige Zeit dabei sein und wird auch sicher den Rekord irgendwann knacken, dann von Arnautovic. 2 Stimmen haben Matthias Mayer am Ende gefehlt, um David Alaba noch abzufangen. Wir wissen ganz genau, unser Model hat zum 3. Mal bei Olympia zugeschlagen. Ich glaube, das kann sich in einer Vita des Skifahrers oder speziell in der Abfahrt oder im Super-G durchaus sehen lassen. Model Mayer, eine Ikone des Skisports, knapp dran und doch vorbei, aber ich glaube auch ein starker 2. Platz. Erstens das, zweitens, er wird es verkraften und drittens muss man sagen, ich habe es mal vorher angeschaut im Weltcup, ich glaube, ich weiß nicht, 10 Weltcup-Siege vielleicht oder so, wie der Typ in der Stunde X da sein kann, ist eigentlich ein Wahnsinn. Also das ist ein Mentalitätsmonster, der steht jetzt da mit 3 Goldmedaillen, ja? Und du weißt immer, wenn es um was geht, mit dem musst du rechnen, mit dem Mayer und beeindruckend. Mhm. Dann gibt es noch einen 3. im Bunde, der durchaus den Titel Sportler des Jahres verdient hätte, wurde allerdings mit einer anderen Auszeichnung dann geehrt, Johannes Strolz, der auch eine Sahnesaison erwischt hat, dann bei Olympia auch nochmal zusätzlich zugeschlagen hat. Was sagst du zu seiner späten, aber doch vorhandenen Entwicklung? Finde ich total super und vor allem auch, dass das sozusagen in einem Alter passiert, wo vielleicht andere schon sagen, okay, es geht sich vielleicht nicht mehr aus, ich hau den Hut drauf, dass man auch sieht, durchbeißen kann sich durchaus auszahlen. Und auch bei ihm muss man sagen, kleiner Teaser vielleicht für die morgige Printausgabe, wird sich vielleicht ein bisschen breiter aufstellen bei den Bewerben und schauen wir mal, wie die nächste Saison ausschaut. Genau, das Ganze bestätigen. Johannes Strolz ist ja schon mittlerweile 30 Jahre alt, jetzt diese fabelhafte Saison aus dem Nichts gehabt. Ich meine, jetzt ist es natürlich schwierig zu sagen, wie er in die Saison starten wird, aber glaubst du, kann er das in etwa bestätigen, das Level halten? Ist er tatsächlich angekommen, um zu bleiben? Ich sage, gelernt ist gelernt in dem Fall. Und ich glaube auch, dass die Erfolge ihn mental sehr stark machen. Ich glaube nicht, dass er jetzt bei irgendeinem Weltcuprennen, vielleicht wenn er führt oder so nach dem ersten Durchgang, dass da irgendwie viele Gedanken durch den Kopf gehen, sondern Fokus runter. Und ich glaube, der wird uns sehr viel Freude machen in der neuen Saison. Ja, ich glaube, Ende Oktober startet dann auch die neue Skisaison. Auf Krone.at sind sie da immer regelmäßig auf dem Laufenden. Zum Abschluss greifen wir noch die Mannschaft des Jahres auf. Na, nicht. Wieder unsere Salzburger, die da in den Fokus rücken, die Jahr für Jahr den Kader stärker und stärker machen, sich in der Champions League etablieren, Serienmeister auf nationaler Ebene sind. Gibt es überhaupt eine Mannschaft, die für dich statt den Salzburgern in Frage kommt? Heuer nicht zumindest und in Wahrheit als Fußballfan muss man sagen, hoffentlich auch die nächsten Jahre nicht, weil du darfst nicht vergessen, von den Erfolgen der Salzburger profitieren ja auch viele andere Fußballclubs, die Austria, die sich diverse Qualifikationen erspart und so weiter. Also alle müssen froh sein, dass wir den Verein haben, dass der solche Erfolge feiert und es ist einfach schön, den Burschen zuzuschauen und wirklich, ich bin mir fast sicher, dass sie das Achtelfinale wieder schaffen, ja. Ein sehr erfrischender Fußball, den Sie bieten. Du hast jetzt die Austria kurz angesprochen, nehmen wir die 2 Wiener Vereine vielleicht auch dazu, die durchaus die österreichische Reichweite hätten, um beliebt zu sein, aber den eigenen Leistungen in den letzten Jahren extrem hinterherhecheln. Jetzt der Rapid aufatmen können mit einem Kantersieg gegen die WSG Tirol. Die Austria hat gegen Sturm vielleicht wieder einen leichten Dämpfer kassiert und jetzt kommt es zum direkten Aufeinandertreffen. Was ist deine Prognose für das Derby? Mit 1-1 liegt man meistens nicht falsch. Aber prinzipiell muss ich sagen, bei der Austria hat sich schon einiges zum Positiven entwickelt. In der Außendarstellung, man hat die Fans ins Boot geholt, man geht den rot-weiß-roten Weg, man gibt vielen Spielern, vielen Jungen, etlichen aus der Akademie und vom LASK eine Chance. Und sie machen das nicht schlecht. Vor allem der Manfred Schmid, der kommt, glaube ich, gut rüber, kommt gut an, hat einen guten Draht zur Mannschaft und zu den Fans. Hat am Anfang gleich mit seinem legendären Saga von den 2 Scheißjahren die Erwartungen eigentlich auf 0 geschraubt. Und da bist du jetzt dann sozusagen schneller mal drüber. Jetzt spielst du international, egal wie die Gruppenphase dann ausgeht. Haben sie nicht schlecht gemacht. Und bei Rapid ja, muss und kann man nur hoffen, dass es ruhiger wird. Es war turbulent genug. Siege sind da sicher die beste Medizin und schauen wir, was der Feldhofer da im Derby aufmarschieren lässt. Am Sonntag ist der Show dran. Flo, besten Dank für deinen Besuch im Studio, war wie immer sehr interessant. Und für Sie, liebe Zuseher, auch danke für Ihre Aufmerksamkeit. Zwischendurch bleiben Sie auf Krone.at auf dem Laufenden und ich würde mich freuen, wenn Sie das nächste Mal auch wieder dabei sind.